So, ja, herzlich willkommen. Es ist mittlerweile 11 Uhr. Nice. Ich bin von meiner Missionarsreise wieder zurück. Sieht man auch, ich habe ein richtiges Hemd an. Oh mein Gott, ist man ja vollkommen ungewohnt hier. Ne? Du Scheiße. Ja, gut. Genau, Level 62. Ja, wir haben Großes vor. Und zwar haben wir mittlerweile auf Level 272. Geht so lala. Hab ihn ja also quasi hochgelevelt über Nacht und heute früh und so und überhaupt, also bis jetzt halt. Und zwar komplett ohne Booster, ne? Also neuer Rekord, definitiv. Bis Level 270 ohne Booster ist schon nice. Weil ich mir natürlich die ganzen Booster alle aufgehoben habe. Er hat seine Mission abgeschlossen gehabt, den neuen Kollegen zu holen. Hab ihn gleich heute früh um 6 Uhr wieder auf eine Goldmission geschickt. Vorher durfte ich aber erstmal zwei andere Missionen machen, weil natürlich wieder keine Goldmission vorhanden waren. Hat also erstmal eine 5-Minuten-Mission für Hero Souls, dann eine 15-Minuten-Mission für Relikte. Und dann konnte ich erst eine Goldmission machen, danke dafür. Den neuen habe ich natürlich auch gleich auf eine Goldmission geschickt. Heißt also, wir haben jetzt 5 abgeschlossene Goldmissionen. Kein einziger ist gestorben. Das ist geil. Das heißt, wir können jetzt richtig hart leveln. Und das meine ich genau so, wie ich das gesagt habe. Das heißt, wir nehmen doch wieder Diffing auf dem Abzug. Und jetzt wird direkt zerfickt. Wert am wenigsten? Wert der unten. Genau. Bam. So, wow, wieder nur so eine. Egal. So. Jetzt haben wir hier schon Level 180. Da können wir hier gleich mal weitergehen. Ne? Achso, siehst du, erstmal hier als Beispiel, können wir mal ganz kurz machen. Einfach mal, um euch zu zeigen, was ich hier letztens gesagt habe, mit dem, was wie effizient ist. Also wenn ich jetzt hier, ne, auf dem Status bin, wie ich jetzt gerade bin, und sage, okay, bitte einmal alles kaufen, bop, dann haben wir jetzt gerade mal so ein paar E80 bekommen. Wir sind also jetzt gerade mal auf 1E81. Ne? Komplette Verschwendung. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich das halt so mache, wie ich das schon erklärt hatte. Und da könnt ihr mal vergleichen, um wie viel reicher wir dann unterm Strich sind. So, sind wir wieder hier. Genau. Sehr schön. Also den Boss schaffen wir. No problemo. So, das heißt, wir haben wieder Finger auf dem Abzug. Bap. So, jetzt haben wir ihn also hier auf 181. Das nächste preiswerteste ist dann das hier ganz oben. War auch nur eine 2-Stunden-Mission, muss man dazu sagen. So, noch ein bisschen warten, damit die noch hier ein bisschen im Wert steigt. Na gut, viel mehr wird sie eh nicht steigen. So, dann. Oh, Alter. Wieder nur so eine Billo-Dinger hier. So, jetzt geht das schon wesentlich schneller. Das heißt, die hier werden jetzt auch noch wesentlich schneller im Wert steigen. Und wir sehen schon, aha, erreichen schon den Wert von 81. Also allein das, was wir gerade mit allen 4 hatten, haben wir jetzt schon alleine mit einer hier komplett überboten. Und wie gesagt, die steigt ja noch im Wert, ne? Das heißt, wir kommen wahrscheinlich locker auf 85. Was natürlich ultra geil ist. So, müssen wir erstmal noch ein bisschen farmen hier, damit wir auch wirklich ohne jeden erhabenen Zweifel, hier auch wirklich schön unsere. Boah, Alter, schon viele Goldkisten gerade. Nice, dicey. Ein Rubin. Ja, siehst du, Rubin habe ich auch ein paar. Ich brauche nur noch 20 Stück. Dann können wir bei der nächsten Transaction direkt 2 Quick Ascension machen. Das ist awesome. So, du bist hochgelevelt, genau, schon Level 312. Boah, Alter. So, das nächste preiswerteste, was du hier unten? Ja. Wow. Gleich haben wir hier 5 Söldner mit 9 Missionen. Ah, hier sieht er, der Boss 900er. Also hatte der 900er, das 900er Level Boss Monster auch nochmal einen richtigen Boss. Lol. Wie gesagt, in den späteren Leveln gibt es dann keine speziellen Bosse mehr, sondern da wird als Boss quasi einfach nur eins von den vorhandenen Viechern genutzt. So, jetzt haben wir schon E79.
Level 338. Nicey, dicey. Gut, wir lassen jetzt mal ein bisschen farmen. Weil wenn wir die wieder sagt, zu schnell an Stück kaufen, dann wird es auch wieder extrem ineffizient, sondern immer schön warten, bis es hier langsam langsamer wird. Weil wie gesagt, jedes Level, was wir hier weiterkommen, bringt eine Steigerung des Wertes. Mal hier unsere ganzen Guilds hier gucken, was wir haben. Oh, 4 Stück dürften wir jetzt. Ne, 60, 70, 80, 90, 5 Stück. Hä? Achso, ja. Ja, bei diesen Open A, bei Open All findet ihr auch immer gleich das Ding hier mit. Keine Ahnung warum. Wir könnten genau genommen gleich mal sie hier ein bisschen hochleveln, weil wir können sie uns ja hoffentlich gleich kaufen. Danke. Ja klar, natürlich hier von den beiden kaufen. Schatz hier oben, wo wir kein... Ah, geht doch. Pff, ich hau dich gleich. Na egal, komm. Die ist jetzt mir jetzt sowas von egal. Ich hätte gerne die weggehabt, weil die brauchen wir definitiv nicht. Schwänze. So. Oha, schon 88, also gleich 1,82. Das ist nicey dicey. Ja, Level 910, alles gut. Mercedes, das war ein goldener Mercedes. Oh Gott. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir zurück sind, erstmal schön Käffchen. Mm. Oh ja, das tut gut. Das tut richtig gut. Käffchen am Morgen verträgt Kummer und Sorgen. Das Witzige ist, bei dem Spruch kannst du jedes Wort einfügen. Ne? Armbrot am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Gehirnschaden am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Terroranschlag am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Atombombe neben dir am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Was das Wort ist, weil wenn die hochgeht, hast du definitiv keine Kummer und Sorgen mehr. ja gut, okay. Kummer und Sorgen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. gut, okay, lassen wir das mal lieber. So. Oh, Level. Ja. Dachte gerade, der hier wäre der hier und wir wären schon auf Level 450, aber wäre zu schön, um wahr zu sein. So, okay, wird langsam wieder langsamer. Das heißt, wir kommen mal den nächsten. Ah, endlich mal wieder eine richtige Quest hier. Holy moly, what the bowly. Lol, aber 85 erreicht man doch noch nicht. Haben wir die wohl doch zu schnell ausgegeben. Wir hätten die wie ein guter Tee richtig gut ziehen lassen müssen. Alter, hallo, was ist denn hier los? So eine ordentliche Mission. Ist ja nicht so schön hier. Tja, wir können den hier genau genommen warten lassen, wie wir mal wollen. Auf mehr als 1,83 kriegen wir den definitiv nicht. Bullshit. Wir haben zwar also insgesamt schon fast den, mehr als den zehnfachen Wert raus, weil wie gesagt, wenn wir die alle gleich mit einmal kaufen, hatten wir nur 1,81. Jetzt haben wir schon bei dem letzten 4,82, also, ne? Aber doch nicht so stark, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade. Im Bilderbuch, was ich gestern abgelesen habe, war es besser. Ja. Atlas! Hardcore, wir lieben dich! Für ein Kind von dir! Soll ich mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ist alt. Bastard, scheiße, selbst das hier ist kacke. 8 Stunden für gerade nur 8%, hallo? Leck mich. Ist doch alles Bullshit hier. Wow.
Nur Billo-Kacke, ja. Ja, gut. Oh, das Spiel hat was gegen mich. Zum Glück ist sowas nicht heute früh passiert. Sonst, ne, wäre hier Feierabend gewesen. Ja gut, wir haben zwar jetzt mit den ganzen Söldnern hier gut mehr als 100 Level hochgestockt, aber die 100 Level haben tatsächlich leider noch nicht gereicht, um hier auf Pilalalala umzusteigen. Da brauchen wir echt noch ein bisschen mehr. Die Frage ist, nehmen wir uns die Zeit? Oder machen wir doch erstmal eine Ascension? Ich meine, da würden wir auch schon wieder fast zwei... Naja, nee. Also ein locker, klar. Aber ich glaube mal, auf 15 kommen wir noch nicht. Bei weitem noch nicht. Da ist guter Rat teuer. Oder schlag noch mal neu und mach wirklich richtig mit dem Ausnutzen. Weil wie gesagt, normalerweise am effektivsten ist es halt so, du kaufst halt, also löst halt erstmal einen Bonus ein und wartest dann, bis du damit nicht mehr weiterkommst und löst erst dann den nächsten Bonus ein, wartest wieder, bis du damit nicht weiterkommst, also bis du wirklich hier hängen bleibst und kaufst erst dann den nächsten. So machst du das eigentlich. So schnell wie wir das gerade gemacht haben, war es echt Verschwendung. Komm, nee, das machen wir mal richtig. Fuck off. Das ist ja hier. So dauert es ja noch ewig, bis wir auf den nächsten kommen. Danke dafür. So. Genau, den hatten wir jetzt schon nicht mehr geschafft, ne? Ja, genau. Heißt also, jetzt bleiben wir tatsächlich erstmal hängen. Das heißt also, den nächsten können wir jetzt schon holen, ja. Aber jetzt sollten wir halt erstmal wieder warten. Schaffst du es? Hast du es? Vielleicht mal hier, ne? Mal meine. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Doch, schafft er. Er schafft es. Kamatrayo. Jawohl. So. 25 schaffen wir nicht. Schade. So. Dann gucken wir mal jetzt erstmal, ob wir den nächsten Boss kriegen. Aber dann. Weg damit. Schon mal Level 300. Gucken wir mal, ob wir den nächsten Boss auch noch schaffen oder ob wir da schon hängen bleiben. Mann, ey, dieses Warten dauert immer so lange. Warum muss man beim Warten immer so viel warten? Ich verstehe das nicht. Je. Tja, nach der Ascension haben wir dann schon 50.000 Hero Souls. Einfach mal so. Fast 60.000 Hero Souls. Da können wir dann tatsächlich richtig fett einkaufen gehen. Wir könnten die drei auf Level 250 bringen. Das heißt, wir bringen denn die drei zumindest erstmal mindestens auf Level 200. Und dann gucken wir mal weiter. Das ist schon echt nicht schlecht. Ah, siehst du, den muss ich schaffen wir auch noch. Das heißt, wir können die anderen definitiv noch wesentlich effektiver ausnutzen. Das macht dann auch Sinn. Man darf halt nicht zu eilig sein, ne? Weil, wie gesagt, je länger man die ziehen lässt, ist wie ein Tee. Je länger man die ziehen lässt, desto effektiver werden die halt. Weil die halt also das, was man an Gold bekommt, setzt sich halt daraus zusammen, wie stark man selber ist. Also praktisch hier aus dem Damage per Second Wert oder aus dem Click Damage Wert oder auch aus beiden, ich weiß nicht. Und aus dem Level, was man hat.
Das heißt, man muss wirklich warten, dass man so hoch hier ist wie möglich und so hoch da ist wie möglich, damit man so hoch Gold bekommt wie möglich. Yay. Mathematik für Anfänger. DPS plus Level gleich Gold. Weißt du, was machen wir hier wieder mit der Hand? Oh, easy. So, damit kommen wir also locker bis zum nächsten Boss. Den nächsten Boss dürfen wir nicht schaffen. Aber wir können dann beim nächsten Boss dann die nächsten Dinge einlösen. Das war dann das hier unten. Und dann sieht es auch schon wieder besser aus. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt damit kommen. Ich meine, dass wir auf 85 kommen, bezweifle ich zwar immer noch, aber wir kommen zumindest in den 84er-Bereich dann. Damit sollte dann, ja, damit ist das dann zum nächsten Typi hier, dann wirklich bloß noch ein Katzensprung. Das schaffe ich dann quasi sogar zwischen den Aufnahmen. Hatte zwar gehofft, dass wir das in der Aufnahme jetzt noch schaffen, aber da ist Ise dann wohl doch eher Wunschdenken. Schlüssel Gold. So. Ab und wieder. Nein, ein bisschen gestiegen. So, du bist mittlerweile 315. Naja. 10 Level kriegen wir hier definitiv nicht mehr. Schade eigentlich. Gut, dann warten wir nochmal, bis wir das Level durch haben. Weil, wie gesagt, der Wert steigt immer dann, wenn man eine Ebene abschließt. Das heißt also, sobald wir praktisch in an den Boss rankommen, haben wir nochmal eine kleine Steigerung. Ich meine, gut, die ist relativ klein, darauf jetzt zu warten lohnt sich nicht wirklich, aber ist ja schon fast erreicht, ne? Von daher können wir jetzt so nochmal ein bisschen hier ausharren. Und da ist er schon, der Boss. Bam. So, aha, boah, Alter, wie das hier einfach mal schreit. Alter. Ja. So, jetzt haben wir den Boss auch wieder mit Leichtigkeit. Mal gucken, ob wir gleich wieder zwei Bosse schaffen. Wäre natürlich ganz geil. Die Missionen hier sind echt traurig, allesamt. Ja. Ja. Haben wir jetzt für morgen früh wieder eine schicke Mission? Auch wenn 24-Stunden-Missionen eigentlich verschwenderisch sind, am besten gesagt sind immer 8-Stunden-Missionen. Die sind immer am effektivsten, sage ich jetzt mal. Wobei 4-Stunden-Missionen gehen auch echt gut. Aber da musst du natürlich Glück haben, dass du dann gleich 2-4 Stunden Missionen am Stück hast. Dann bist du praktisch perfekt ausgesorgt. Aber wenn ich mal sehe, was wir hier so viele Missionen bekommen, dann haben wir nicht mal überhaupt irgendwie Glück. Ist gerade eher so Art Trauerspiel. Ich habe den nächsten Boss. Aber doch, den nächsten Boss dürfen wir locker schaffen. So schnell wie die Balken gerade runtergehen, ist ja eine Leichtigkeit. Lol. Gut, dann haben wir also definitiv schon mal 2 Bosse geschafft. Ah ja, für den dritten Boss wird es wahrscheinlich kritisch. Außer wir schaffen nochmal eine 25er-Grenze zu durchbrechen. Nee. Das wären noch 8 Level. Wir kriegen jetzt hier gerade definitiv keine 8 Level zusammen. Das heißt, der nächste Boss dürfte unschaffbar sein. Schade eigentlich. Mercedes, klar. So.
Die Level werden aber echt ganz schön teuer, ey. 1W80. Halleluja. Finde ich auch immer blöd, dass die Hand genau so ist, dass man hier den Preis nicht mehr sieht. Ja, das ist genau kacke. Hätten die Hand ruhig ein bisschen kleiner machen können oder ein bisschen nach oben heben können, wobei nach oben, dann wäre der Finger hier über dem Schalter. Würde blöd aussehen. Bullshit. Da musst du immer zu gucken, ob es teuer ist, die Hand wegnehmen, damit du gucken kannst, dann musst du die Hand wieder hinlegen. Ist ja schlimm, ist das. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den nächsten Boss schaffen. Kommt der bald? Es wäre auch geil, wenn es einen Agent geben würde, der praktisch die hier beeinflusst, dass man hier mehr rausbekommt. Das wäre natürlich richtig geil, wenn man praktisch hier drauf einfach mal so Bonus bekommt, dass man hier plus 500% oder plus 1000% bekommt einfach mal. Das wäre schon krank. Ich meine, gut, wäre zwar ganz schön OP, aber das könnte man ja zumindest mit so machen, so wie der hier oben, der mal pro Level doppelt so teuer wird. Dass wenn man hier, sagen wir mal, 10 Level kauft, dass man dann, also praktisch pro Level 100% plus, wobei das immer noch ganz schön OP wäre. Okay, sagen wir mal pro 10 oder pro Level, naja, 10% wäre wieder ein bisschen wenig. Könnte man zwar auch machen, dann dürfte man den Preis aber nicht verdoppeln. Aber gut, ich meine, hier ist sowieso alles zu teuer. Ich meine, guckt euch mal die Preise an, für gerade mal 30%. Für 20%. Alter, was geht mit euch ab? Ah Gott. So, ja, den schaffen wir sowas von überhaupt nicht. Okay, das heißt nächste Mission. Bam, Dankeschön. Danke dafür. So. Dann schaffen wir den Boss und den nächsten Boss hoffentlich auch wieder. Dann haben wir quasi immer pro Quest 2 Bosse erledigt. Das geht, das kann man machen. Ist jetzt auch nicht viel mehr als davor, ne? Ha! Ich sehe langsam meine Theorie zerbröseln. Ist ja wie Bröselkuchen. Ja, ist wieder bloß 4E82. Sag mal. Ich habe meine Theorie doch so schön zurechtgelegt. Habe ich alles aus der Wikipedia. Na ja gut, das heißt also, der mit dem Viech hier wird dann doch eher was für die nächste Aufnahme. Oder wir machen halt wirklich eine Ascension nochmal. Weil das dürfte dann ganz schön Boost geben, dann haben wir quasi. Naja, eben ist die Frage, ob wir alles einfach nur rauflegen und es einfach so lassen, dann hätten wir praktisch hier nochmal den dreifachen Wert. Oder ob wir sagen, nee, wir geben die lieber aus. Muss man echt gucken. Ich meine, wir haben hier jetzt schon alleine hier haben wir schon 150.000% plus. Das heißt, wenn man 2-0 wegnimmt, weil man Prozent in Faktor umrechnen möchte, dann wären das immer noch ja 1500-facher Schaden. Das ist schon echt heftig. Das ist tatsächlich sogar wesentlich mehr, als wir hiermit bekommen. Das heißt, wir sollten den hier zumindest erstmal vielleicht doch unangetastet lassen. Maximal vielleicht hier rauf gehen. Das wäre aber auch schon extrem teuer, den auf den doppelten Wert zu hieven. Nee, komm. Okay. Dann versuche ich einfach mal bei der nächsten Ascension tatsächlich gar nichts hier zu kaufen. Ja, ich schon gar nicht. Und dann tatsächlich einfach mal zu gucken, wie gut wir durchkommen, wenn wir einfach mal 60.000 Hero Souls haben.
Das wäre dann ein Boost von, ja, 600.000%. Also als Faktor 6.000. Den 6.000-fachen Schaden. Alter, das wäre natürlich richtig übel. Na doch, machen wir, glaube ich. Das klingt nach einem Plan. Weil die alle hier, die werden halt jetzt einfach nur immer teurer und immer teurer. Und ich meine, die hier, die würden sich halt lohnen, tatsächlich immer noch. Aber ich will einfach mal ausprobieren, vielleicht lohnt sich das, die hier vorrätig zu halten, tatsächlich noch mehr. Und klar, ich könnte die hier natürlich alle in diesen einen Typen reinsetzen, den wir gar nicht haben. Okay. Nee, der praktisch hier pro Level 11 Schadenprozent gibt. Aber das Problem ist, an ihm wäre es dann halt gebunden. Die kriegen wir da also nicht mehr raus. Müsste man überlegen, ob man das so lässt. Weil ich meine, wir würden ja eh früher oder später neue Hero Souls bekommen. Müsste mal gucken. Andererseits 10% plus haben oder nicht haben, ist dann auch so. Ich meine, wenn wir einen Faktor von 6.000 haben, dann macht ein weiterer Faktor von 600 auch nicht mehr wirklich viel Unterschied, sage ich jetzt mal. Ne? Von daher lassen wir die erstmal hier oben drinnen. Dann sehen wir wenigstens immer schon die Zahl und können damit immer schon angeben. ja. So, der nächste Boss. Ja, die schaffen wir auf jeden Fall nicht, so langsam wie das hier vorangeht. Heißt also danke. Ja. Dann war das also das mit dem Level schaffen hier komplett. Das mit dem X. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal Level 400 erreicht. Jetzt weiß ich nicht, wie viel wir bei dem alten Versuch gerade hatten. Also wir haben auf jeden Fall jetzt mehr geschafft, klar, keine Frage, aber nicht so viel mehr, wie ich gehofft hatte. Ist natürlich traurig. Na gut, aber kann man nicht ändern. Dann würde ich mal sagen, lassen wir das so. Die nächste Aufnahme ist ja sowieso gleich. Ist ja bloß eine, ja, 2,5 Stunden ist ja bereits die nächste Aufnahme. Ist ja schon 11:30 bei mir. Ich meine, ihr seht die Folge natürlich ganz normal um 8 Uhr, klar. Aber zwischen der Aufnahme und der nächsten Aufnahme ist halt in echt gerade mal 2,5 Stunden vergangen. Das heißt also, ich kann froh sein, wenn ich tatsächlich schaffen sollte, nee, schaffe ich nie im Leben, den uns auf 85 zu hieven. Nicht bei den Kackmissionen hier. Das ist alles scheiße hier. Hier sind wir eine halbe Stunde gebunden, hier sind wir eine halbe Stunde gebunden, die sind sogar komplett kacke. Also, ne, heute früh war es besser. Da hatten wir einfach mal 5 Goldmissionen gehabt. Und jetzt ist nur Dreck. Boah, Alter. Ha. Tja. So viel Glück, wie wir heute früh hatten, so viel Pech haben wir jetzt. Das ist traurig. Ja, gut, dann machen wir das so. Dann, ja, den nächsten Boss dürfen wir auch schon nicht mehr schaffen. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme denn wieder. Und dann müssen wir einfach entscheiden. Entweder wir haben so viel Gold, dass wir auf ihn hier gehen können, oder wir machen in der nächsten Aufnahme eine Ascension. Eins von beiden wird dann auf jeden Fall passieren. Weil bis heute Abend zu warten, um ihn hier zu kaufen, habe ich offen gesagt, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Da lohnt es sich eher, wenn ich dann, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme die Ascension mache, die dann bis heute Abend wieder so weit hoch zu leveln, dass wir vielleicht sogar schon wieder an dem Punkt hier sind. Dann haben wir nämlich wesentlich mehr Hero Souls. Müssen wir echt gucken. Gut, okay, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich damit schon mal. Dann sehen wir uns dann, also, ja, ich mache jetzt Extermination Day Aufnahme. Ihr habt die ja wahrscheinlich schon gesehen, weil die wird ja immer um 0 Uhr veröffentlicht. Das heißt also, wir sehen uns dann gleich zur nächsten Aufnahme dann wieder. In 6 Stunden für euch. Und in 2,5 Stunden für mich. Schauen wir vor.